So, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz heute. Schön, dass so viele Kollegen Zeit genommen haben. Auf dem Podium grüße ich ganz herzlich, ganz zu meiner Linken, unser Geschäftsführer Markus Kromm. Daneben unser Aufsichtsratsmitglied Bernd Beetz. Und ebenso erfreulich zu meiner Rechten Thorsten Riedle und Jens Hahnreich. Thorsten, ganz, erklär mal so ganz kurz, um was es heute geht, wie das Ganze zustande kam und was zukünftig zu erwarten ist. Ja, vielen lieben Dank. Erstmal auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich bin das erste Mal in diesem Raum hier. Ich habe mir das eigentlich immer größer vorgestellt. Also wenn man die Bilder so sieht, denkt man, da sitzen Hunderte von Journalisten vor einem und das ist ein Riesenraum, aber das ist dann auch alles sehr, sehr kuschelig. Der dem Anlass gebührend und wahrscheinlich auch der Jahreszeit gebührend, wir sind ja Ausgang des Sommerloches, gibt es heute ein großes Medieninteresse zu einer Geschichte, die ich jetzt gar nicht so wahnsinnig spannend finde. Ich will auch gerne erklären, warum. Zunächst mal will ich mich aber bedanken bei den Herrn Beetz, der eine hat sich, glaube ich, um die Ecke irgendwo versteckt, und bei Herrn Komp, mit dem wir in den letzten 2 Monaten gute, konstruktive Gespräche geführt haben. Ausgangspunkt war, dass Herr Bernd Beetz auf den Herrn Hahnreich zugekommen ist und einfach nochmal nachgefragt hat, ob man sich denn nicht mal austauschen könnte, konstruktiv austauschen könnte, jetzt abseits von allen Unstimmigkeiten, die man in den Jahren davor gehabt hat, und mal überlegen könnte, wie man sich wieder ein bisschen annähert. Das haben wir immer mal wieder wahrgenommen, aber es war jetzt doch sehr konkret, und ich habe dann gesagt, okay, weil ich auf der anderen Seite, nämlich auf der Seite der Sponsoren, auch immer wieder den Eindruck gewinnen konnte, dass man an dem Thema Waldhof doch nach wie vor sehr interessiert ist. Also es gab überhaupt gar keine Veranstaltung, die nicht verging, dass man nicht über den Waldhof sich ausgetauscht hat, sei es jetzt über die sportliche Leistung des Waldhofs, sei es über die letzte verpasste Relegation, sei es über andere Dinge. Also es war eigentlich immer irgendwo greifbar, dass auch die Sponsoren ein großes Interesse daran hatten, doch hier wieder was zu tun oder involvierter zu sein. Und diese beiden Gemengelagen habe ich versucht mal zusammenzupacken und habe mit beiden Seiten, der Jens Hahnreich und auf unserer Seite der Marc Hauser, waren an diesen Gesprächen beteiligt, sowohl mit den Sponsoren auf der einen Seite als dann auch mit den Herren Beetz und Komp auf der anderen Seite Gespräche geführt. Diese Gespräche hatten im Endeffekt ein Ziel, weil wir gemerkt haben, dass wir gemeinsam nach wie vor eine Vision haben, nämlich, dass der Profifußball in Mannheim wieder eine Heimat findet. Und das ist, glaube ich, ein Leitziel gewesen, was uns alle über die unterschiedlichsten Widrigkeiten, die wir hatten, hinweg letzten Endes doch dann auch zusammengeführt hat. Konkret geht es darum, dass 8 Altsponsoren, mit denen der Verein, sagen wir mal, in einer gedeihlichen Auseinandersetzung darüber war, wie denn die Altsponsorenverträge abzuarbeiten wären, sich geeinigt hat. Diese Einigung bedeutet dreiteilig gesehen Folgendes. Zum einen werden die Sponsoren einen Teilbetrag bezahlen, um die offenen, erhobenen Forderungen des SVWs beizulegen. Zum anderen gibt es mit diesen 8 Sponsoren eine auf ein Jahr begrenzte gemeinsame Tätigkeit im Sponsoring-Bereich, und zum dritten wird die Mannheimer Runde eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Waldhof unterstützen und maßgeblich auch mitgestalten in der Gestalt, dass wir versuchen wollen, viele Sponsoren zu dieser Veranstaltung mitzubringen, die es dem Waldhof ermöglicht, ihre Vision von dem Thema, wie kommen wir denn da einen Schritt deutlich weiter, umzusetzen. Die Unternehmen der Mannheimer Runde sind damit gemeinsam bereit, ein Stück weit die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Das ist die Überzeugung aller Mitgliedsunternehmen, mit denen wir gemeinsam für Stadt und Region etwas bewegen möchten. Und daran, an diesem Ziel halten wir auch fest. Für mich ist es ein erster Schritt zur Normalisierung der Beziehung zwischen dem Waldhof und den Sponsoren der Mannheimer Runde. Die jetzt getroffene Vereinbarung hat aber nicht das Ziel, ein Engagement der Mannheimer Runde zu ermöglichen, sondern folgt der festen Überzeugung vieler Sponsoren, dem Verein auf dem weiteren Weg helfen zu wollen. Das möchte ich ausdrücklich klarstellen, weil das gestern, nachdem die Einladung rausgeschickt wurde, schon so die ersten Verwirrungen innerhalb der Presse gab. Es gibt derzeit keinen Wiedereinstieg
der Mannheimer Runde. Weil zum einen der von uns damals beschriebene Weg des Mannheimer Weges nicht umgesetzt war und zum anderen, weil die Zerwürfnisse über das Ausscheiden der Sponsoren immer noch präsent sind. Ob die getroffene Vereinbarung zu einer weiteren Annäherung führt, wird sich in der Zukunft natürlich zeigen und es wäre sehr wünschenswert, wenn das passieren würde. Das ist zunächst aber nicht wichtig, denn klar ist, dass der Weg des Waldhofs durch die Familie Beetz sehr gut bereitet ist. Das verlangt nicht nur Anerkennung für dieses Engagement, sondern das kann letztlich dazu führen, jetzt wo die unsägliche Relegationsgeschichte vorbei ist und tatsächlich der Sieger, also der Tabellenführer, auch weiterkommt, dass der Waldhof die reelle Chance hat, im nächsten Jahr, in der nächsten Saison in einer anderen Liga zu spielen. Und das wäre tatsächlich insgesamt Ziel und Wunsch, den wir uns auch entsprechend beschreiben können. Das heißt, wir stehen am Anfang eines Prozesses, der sicherlich sehr viel Gespräche erfordert, der sehr viel Verständnis für die jeweilige Gegenseite erfordert. Ich glaube, das haben unsere Gespräche, die wir im Vierer-Fünfer-Kreis geführt haben, auch gezeigt. Auch da haben wir uns mal ganz intensiv über Befindlichkeiten ausgetauscht und über emotionale Standpunkte ausgetauscht, die jeder von uns in diesem Prozess einfach hatte und hat. Und ich glaube, das ist auch wichtig, denn wenn ich eins gelernt habe in meiner Zeit als Aufsichtsratsvorsitzender dieses Vereins, dann war es, dass Sport eine unglaubliche Emotionalität auch abseits des Rasens mit sich bringt. Und das ist manchmal schwer zu ertragen, aber es ist, glaube ich, etwas, was man gemeinsam auch stemmen kann. Deswegen als Fazit, ein erster Schritt ist gemacht, 8 Sponsoren sind wieder mit an Bord dabei. Was sich daraus entwickeln wird, wird man sehen. Ein Einstieg, eine Wiederrückkehr der Mannheimer Runde ist momentan aber nicht geplant. Das ist eine Frage der Zeit, oder? Thorsten. Die Frage wollen wir mal anschließen. Ja. Thorsten, noch eine kurze Nachfrage. Von eurer Seite ist es aber auch so, dass ihr mit allen euren Mitgliedern auch die Möglichkeit gibt, die Pakete entsprechend zu erweitern, voranzuschreiten und man da einfach einen Konsens finden möchte, richtig? Ich habe ja gesagt, dass es ein begrenztes Sponsorenpaket gibt auf ein Jahr, um sich wieder anzunähern. Die Altsponsoren hatten noch nicht die Chance, die neuen Protagonisten der Spielbetriebsgeber kennenzulernen, die Arbeitsweise kennenzulernen. Das soll damit ermöglicht werden. Und selbstverständlich ist es so wie in der Vergangenheit auch, dass die Sponsoren die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, welche Pakete sie denn machen möchten. Und ich darf das vielleicht auch sagen, ich weiß nicht, ob dir das jetzt sehr recht ist, aber ich sage es trotzdem, es war auch in den Gesprächen beispielsweise schon ein ganz klares Signal von der Firma ProConcept, die gesagt hat, ja, wir können uns da mehr vorstellen. Und insofern sind das erste kleine Pflänzchen, die wir jetzt hegen und pflegen müssen, die wir gedeihen lassen müssen, die vielleicht, und da schließe ich jetzt gern an die Frage an, die vielleicht im Endeffekt dazu führen, dass irgendwann einmal in ferner Zukunft die Situation sich auch verändern kann. Das ist durchaus möglich. Es ist aber nicht das Ziel. Das Ziel ist ganz klar, jetzt zunächst einmal das, was war, hinter sich zu lassen. Die Dinge, die auf dem Tisch lagen, nämlich die Erfüllung der Verträge, das in der Tat zu erledigen, gemeinsam zu erledigen, sodass es sowohl für die Spielbetriebs GmbH als auch für die Altsponsoren eine Möglichkeit ist, neu anzufangen. Es hätte ja auch gar keinen Sinn gemacht, sich vor Gericht zu streiten, bedeutet ja letzten Endes, Vertrauen kann dadurch auch nicht wachsen. Also es ist ganz wichtig, dass man diese Vertrauensbasis wiederherstellt. Was sich daraus entwickeln wird, das kann ich jetzt überhaupt noch gar nicht absehen. Der Verein ist aufgestellt, die Betriebs GmbH ist aufgestellt, sie sind gut aufgestellt, das zeigen die sportlichen Ergebnisse.